Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Frostpunk. Wir machen sofort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, die Verletzten haben wir jetzt mehr oder weniger in den Griff bekommen, dank den ganzen Krankenhäusern. Ganz wichtig, Kohle, zack. So, Treibhauserforschung haben wir. Also Treibhauswärmedämmung. Und jetzt müssen wir doch für hier Rohstoffdepot, Aufwertung, können 50% mehr Rohstoffe lagern. Alles klar, müssen wir leider erstmal schnell machen. Danach geht es auf jeden Fall mit der Wärmedämmung weiter. Und wir haben ja hier noch ein paar Zeltchen, die wir verbessern müssen. Den Friedhof beginnt eine Beerdigungszeremonie. Cool. Die Hoffnung ist fast bei dem Punkt, wo es, denke ich mal, hier nach unten geht. Wir haben noch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Tage. Was ist noch schaffen, die noch ganz unten zu kriegen? Wo ist denn hier unser Dings hier? Ist gleich fertig. Damit wir die Unzufriedenheit wieder ein bisschen runterhauen. Ellie Archer. Okay. So, ich mache immer gern die 24-Stunden-Schicht bei der Werkstatt rein. Einfach damit die auch über Nacht forschen. Ist eigentlich ganz cool. So, hier sieht jetzt alles gut aus und sobald jetzt die Verbesserung durchgeht, haben wir erstmal auf jeden Fall einen Puffer. So, jetzt müsste es aber fertig sein, jawohl. Diebstahl, Notfallschicht. Hier sind keine Patienten. Auch keine Patienten, okay. Interessant, interessant. Dann können wir ein bisschen schneller machen. Sieht gut aus. So, und zack. Jetzt müssten wir eigentlich viel mehr Lagerplatz haben als vorher. Dann geht's wirklich weiter. Oder mache ich erst die Fabrik? Nee, die Dings kommt jetzt gleich. Ja, mit dem Gesundheitswesen, das ist gut. Dass die Krankenleute nicht noch in kalten Dingern zu Hause müssen quasi. Und da wir doch ziemlich viele haben von dem Zeug. Noch ein Diebstahl. Mein Gott, die Londoner stehen wieder. Sie haben 81 Essensrationen aus dem Vorratslager entwendet. Die Ärmel sind wütend. Wir bitten die Glaubenshüter wieder um Hilfe. Aber es kann sein, dass die vielleicht auch wieder verprügelt werden oder so. Oh ne, die waren erfolgreich. Perfekt. Essensration war auch schon mal mehr, oder? Es hält sich aber noch. Oh, ein Einwohner gestorben. Ist bestimmt der Glaubenshüter. Ja, einer unserer Glaubenshüter wurde erschlagen, als er Diebstahl untersuchte. Wir haben einen der Diebe gefasst, aber er ist nicht der Mörder. Was sollen wir mit ihm machen? Lass ihn gehen, er ist nicht der Mörder. Hier nicht, Unzufriedenheit steigt zwar, aber ein Erwachsener ist gestorben. Ich krieg die Hoffnung nicht hoch genug, leider. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. 5 Tage. Verdammt nochmal, ey, diese dämlichen Londoner, ey. Sollen sie halt zurücklaufen und dabei sterben. Die Dusselinge. So, es wird leider bald kälter. Wir können wieder ein bisschen schneller machen. So, wir sind jetzt beim Tag 20. Theoretisch müssten wir jetzt das neue Szenario freigeschaltet haben. Oder wenn wir den Tag überstanden haben, vielleicht auch so. Mal gucken.
Aber das wäre ganz interessant. Wir haben wieder ein paar Kranke. Workshift Start. Warte mal ganz kurz gucken. Wir haben ja hier unten die Krankenhäuser. Das ist jetzt schon komfortabel. Mit der Wärmedämmung müsste es eigentlich noch krasser werden. Dann haben wir hier noch Speisehaus-Wärmedämmung. Da haben wir eigentlich nur das eine Ding hier, aber ich weiß nicht, ob sich's jetzt wirklich gelohnt hat. Wir können mal noch die Baracken verbessern. Haben wir hier noch irgendwo? Hier hinten ist noch ein Zelt. Komfortabel. Das ist schon krass. Also ich fühle mich eigentlich gut gewappnet auf die Temperatur hier. Bin ich mal gespannt. Was ein bisschen kacke ist, sind die Sachen, die hier so weit hinten sind. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal dann doch erstmal die verbesserte nächste Stufe vom Forschen. Dass wir die Reichweiten erhöhen können. Das verbraucht dann natürlich wieder mehr Kohle. Speer sind angekommen, Eiskorridor. Wir folgen dem breiten Korridor von zerbürstetem Eis, den die amerikanische Dreadnought, die Hephaistos, hinterlassen hat. Erforschen. Triumph der Technik. Wir wundern uns, wie die amerikanische Dreadnought die USS Hephaistos die dicken Eisschollen durchbrechen und wegschieben konnte. Vielleicht erfahren wir bald, wie es das geschafft hat. In der Ferne können wir etwas Großes erkennen, dass das Schwesterschiff die USS Prometheus sein könnte. Zugefrorene Dreadnought. Gibt's nichts zu tun. Macht weiter. Okay. Das heißt, wir schicken die aber erstmal in die arktische Station. Gucken, was wir da finden. Ja, die fliegen hin, ist ja nicht so weit. Die anderen Scouts brauchen noch ein bisschen. Speisehaus Wärmedämmung erforscht. Nice. So. Dampfsägewerk, Schwachsinn. Dampfkohlegenerator. Das ist eigentlich nicht so Schwachsinn. Wir machen erstmal. Oh ne, 50 Stahl. Müssen wir ganz kurz warten. Ist aber auf jeden Fall wert. Nächste Stufe. So, Leute fehlen uns auch. Oh, wir können ein neues Gesetz machen. Das war's. Und wir müssen unbedingt diese öffentliche Büße. Irren ist menschlich, aber jeder auf den Irrweg muss öffentlich Buße tun, um andere vom Pfad des Bösen abzubringen. Nur dann kann ihnen vergeben werden. Kann Verletzung versuchen, Unzufriedenheit steigt. Ugh. Jeder Einsatz steigert die Hoffnung. Hear me. Nice. Eieiei, die Unzufriedenheit ist doch ein Stückchen nach oben gegangen, muss ich sagen. Hoffnung steigt bei Zeremonialbeginn. Einige Länder entscheiden sich zu bleiben. Es kann zu Verletzungen kommen. Ja, müssen wir aber machen. Hier ist der Cooldown auch fast weg. Dann kommen wir mit der Hoffnung vielleicht doch noch mal ganz nach oben. Verletzung ist okay. Wir haben zum Glück keine Kranken momentan. So, die nächsten Scouts sind auch gleich da. Und gleich fängt die Kältewelle an. Da bin ich mal gespannt. Speer sind angekommen. Frische Wasserquelle.
Eine heiße Quelle tief unter der Erde sorgt dafür, dass mehrere Teiche nicht zufrieren. Widerstandsfähige Flechten klammern sich an den nackten Felsen an ihren Ufern. Das hier scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Preis des Überlebens. Wir haben bei den Frischwasserquellen einige Flüchtlinge aus Winterheim angefunden. Sie bieten einen traurigen Anblick und das Schicksal ihrer Stadt scheint sie völlig kalt zu lassen. Wenn man sie fragt, wie sie die Hungersnot überlebt haben, weichen sie unsere Blicken aus und murmeln etwas von Flechten, die sie gegessen hätten. Nee, also sie können gern zurückkommen, aber da müssen sie alleine durch. Ich will mit denen hier weiter forschen. Gefrorene Hain. Ein kleines Wäldchen mit ein paar Dutzend Bäumen. Kann sein, dass da ein paar jetzt sterben, aber es ist mir egal im Moment. Die brauchen 4 Tage zurück. Holy shit, Junge. Die armen Menschen. So, es sieht auf jeden Fall gut aus. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr Nahrung. Finde ich. So, die Hitze, die Hitze, die Kältewelle fängt gleich an. Und jetzt die letzten Häuser, die wir jetzt hier ausbessern quasi. Einige werden überzeugt. Die Londoner nutzen die Unzufriedenheit aus. Einige der Londoner sprechen zu einer Menschenmenge. Er versucht ihnen Angst einzujagen, damit sie sich vom Exodus nach London anschließen. Doch seine Untergangsvisionen stoßen auf wenig Gehör bei den Einwohnern, die mit der Situation in unserer Stadt zufrieden sind. Lasst ihn reden. Ah, okay. Ne, wir lösen die Menge auf. Unzufriedenheit steigt leider ein bisschen, aber es könnten ein paar Leute verletzt werden. Ist egal. Wie konntest du nur? Es waren unschuldige Menschen in der Menge. Bla. Hier wird nichts ausgerufen quasi. Speer sind angekommen. Das ging schnell. Arktische Station. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Drin sind Kampfspuren zu sehen, zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutspritzer. Oh. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunklung der Sonne, können nicht ausschließlich durch Vulkanasche verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war. Die Rufe und Lärm sind zu hören, dann Stille. Zahlreiche Spuren führen von der Tür in Richtung der Berge. Höhlenversteck. Oh, wir haben ein paar Rohstoffe gefunden, okay. Gut, das Höhlenversteck ist jetzt nicht so weit weg. Das nehmen wir hier alles noch mit, bevor wir sie zurückschicken. Hier geht's weiter. New Law. Rohstoffe, Kohlemine. So. Dampfstahldings. Jetzt kann ich keine 24-Stunden-Schicht machen. Da ist die Unzufriedenheit ist doch too much. Cooldown ist fast weg. Temporäre. Umstrittene Gesetze, Diebstahl und unbeliebte Entscheidungen. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen schnell. Oh, was ist da los? Denkt an Dries, ein geringer Preis für eure Lösungen. Die, die vom rechten Pfad abweichen, bringen Schmerzen über sich.
Alles klar. Ein Erwachsener ist gestorben. Okay. Oh, hier. Unzufriedenheit sinkt, Hoffnung steigt. Die Tendenz geht jetzt nach unten. Eine nächtliche Prozession hat auch begonnen. Das heißt, die Leute gehen hier durch die Straßen oder was auch immer, die beten den Dampfgenerator an. Aber dadurch sinkt die Unzufriedenheit auch nochmal. Geil. So, und dadurch, dass die Tendenz jetzt nach unten geht, werden die Anzahl von den Typen immer weniger. Und entweder wir schaffen es sogar noch in 4 Tagen, dass die auf Null fällt. Dann haben wir das Event quasi überstanden. Oder vielleicht laufen hier noch ein, zwei, drei Leute weg. Der gefrorene Hain. Einige der Bäume in dieser Wäldchen weisen tiefe Kerben in Form eines Kreuzes auf. Um sie herum haben wir ein paar Knochen gefunden. Yikes. Vergrabene Schande. Als wir unter den mit Kreuzen markierten Bäumen herumstocherten, fanden wir eine flache Grab. Was? Einige flache Gräber. Den Leichen fehlten die meisten der größeren Muskeln. Einige Knochen wiesen Spuren von Schneidewerkzeugen auf. Offensichtlich wurden alle essbaren Körperteile entfernt. Uch. Jetzt wissen wir, was die Überlebenden bei den Fischwasserquellen von den Verhungernden bewahrt hat. Wir werden die Gräber intakt lassen, aber wir können die Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Nehmt die Rohstoffe. Das war's hier, ja? Okay. Na dann. Ich kann hier echt nichts mehr machen, oder? Das Winterhain. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Die anderen, die sind hier noch unterwegs. Oh, warte mal, können wir. Einer ist von ihnen auf dem Weg bereits gestorben. Ah, dann können wir die ja eigentlich dahin schicken zu den Überlebenden und die dann zu eskortieren. Das ist ja cool. Okay, dann haben wir hier hinten aber noch ein paar Sachen. Machen wir weiter. So, jetzt geht die Temperatur gleich runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir heben uns mal ein bisschen Stahl auf, falls wir jetzt doch noch durch die Kälte hier so ein Dampfding bauen müssen. Dampfzentrum. Ich will es aber eigentlich vermeiden. Aber wir machen eigentlich noch Plus. Speer sind angekommen. In den versteckten Höhlen. Wir sind zur Höhlen hochgeklettert. Einige niedrige Steinmauern stehen vor ihren Eingang. Hinter ihnen können wir mehrere Männer sehen. Oh. Hallo. Als wir uns der Höhle näherten, legen ihre Bewohner Gewehre auf uns an. Sie positionieren sich hinter der Wand und versperren uns den Eingang. Sie sind in schlechter Verfassung, von Unterernährung und Krankheit geschwächt. Sprecht mit ihnen, greift sie an. Sprecht mit ihnen. Sie versuchen, die Amerikaner von sich anzuschließen. Nichts geht über eine kleine Unterhaltung. Als die Amerikaner erkannten, dass wir keine bösen Absichten hatten, erzählten sie uns, sie hätten der Gerechtigkeit Genüge getan, nachdem sie den Erfinder aus seiner Stadt gejagt hätten. Wir haben Tesla geschundene Körper in den Höhlen begraben und machen uns mit diesen armen Geschöpfen in Schlepptau auf den Weg nach Hause. Oh, müssen wir? Oh, okay. Na gut, dann kommen jetzt beide Scouts nochmal zurück. Haben ja auch ein paar Sachen noch mit drin und dann schicken wir einfach beide hier hoch. Und scheinbar sind das hier die letzten Scout-Sachen zum Scouten quasi. Also ist gar nicht so schlimm. Mal gucken. Wie wird hier jetzt erstmal der Kälteeinbruch? Was da jetzt passiert? Cooldown ist fast runter. Perfekt. Und ich muss halt gucken, wie viele Londoners pro Tag quasi davon weggehen, ob wir das noch eventuell schaffen könnten. Mal ein bisschen schneller machen. Vermittler. Errungenschaft bekommen. Oh, die Tendenz ist richtig krass nach unten. Sehr schön. Das Ende der Diebstähle. Sir, der Dieb, der freigelassen wurde, ist mit einigen seiner Freunde zu uns gekommen. Sie haben uns gesagt, wer die Wachen ermordet hat und einige der gestohlenen Vorräte zurückgebracht. Die Tragödie hat uns die Augen geöffnet, sagen sie. Wir waren töricht. All dieses Gerede davon, dass wir unseren eigenen Weg gehen müssen. Wohin hat es geführt? Ein Mann ist tot. Mit den Londonern sind wir fertig für immer. Das freut mich zu hören. Nice.
Warten wir noch, bis das fertig ist. So, da wir jetzt dann auch noch ein paar Arbeiter wieder bekommen, muss ich mal kurz gucken. Ne, abbrechen wollen wir es nicht. Unterkunft. Ich kann leider noch nicht raufklicken. Ich würde mal sehen, was passiert, wenn wir Häuser haben. Die brauchen jetzt noch 23 Stunden, 11 Stunden. Ah, es wird ganz schön knifflig. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der Tag anbricht hier. Londoner verlieren Anhänger. So, einige der Einwohner, die nach London fliehen wollten, haben es sich anders überlegt und wollen hier weiterkämpfen. Sie sagen, ihre jüngsten Entscheidungen hätten sie davon überzeugt, dass es hier für uns doch noch Hoffnung gibt. Klasse, von, keine Ahnung, 26 auf 17 läuft. Und wenn wir das beides hier nochmal machen, müsste die Hoffnung eigentlich bis ganz nach oben gehen. Ich glaube, wir sind wirklich gesegnet, besonders unter Captain. Was für ein wunderbarer Morgen, jetzt kann der Tag kommen. Ja, wartet mal, bis jetzt gleich minus 60 Grad kommen, ne? Ihr Trottel. Oh Mann. So, wir machen ein bisschen schneller. Das ganze Essen kommt rein. Ja. Okay, jetzt wird's interessant. Minus 60 Grad. Es ist alles chilly. Der braucht nicht. Kohlegenerator ist sogar kalt. Müssen hier alles anschmeißen, was geht. Okay. Also wir könnten immer noch in Overdrive gehen. Aber wir gucken erstmal noch, sind noch nicht so viele krank. Andererseits, wenn wir jetzt in Overdrive gehen und Zufriedenheit sinkt weiter, perfekt. Echt alles anschmeißen, außer das hier. Da arbeitet noch keiner. Okay. Also bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Zack. Noch mehr nach oben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Haus. Immer noch für 10 Personen. Fuck. Mechanisiertes Krankenhaus. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Weniger Ingenieure. Okay. Industrielles Treibhaus. Gibt noch mehr Rohnahrung am Tag. Okay. Effizienteres Sammeln. Dank fortschrittlicher Arbeit werden Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkisten. Das ist ja dumm. Obwohl Kohlehaufen stimmt, wären ja trotzdem noch. Aber Holzkisten und Stahltrümmer? Das ist natürlich blöd. Liefert mehr Kohle. Ach hier, genau. Generatorleistung, Generatorreichweite. Machen wir mal schnell die Reichweite, würde ich sagen. Danach die Heizkörpereffizienz. Oder nee, erst die Effizienz, weil die Gebäude, die ganz hinten sind, die kriegen ganz schön auf den Sack gerade. Hier aus. Wir machen immer noch Plus von der Kohle her, aber es ist ganz schön knifflig. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt leider doch erstmal noch ein paar Baracken
ziemlich weit außerhalb bauen. Das ist richtig kacke. So. Sehr kalt. Ich glaube leider auch. Und das Ding hat nicht genug Reichweite und kommt nicht bis dahin. Aber wir haben immer noch keine wirklichen Verletzten. Das Ding ist an. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir die Heizung überall verbessern, dann sollte es eigentlich gehen. Ist auch recht schnell. Und ich bin, glaube ich, dafür, dass wir hier wieder eine 24-Stunden-Schicht machen, denn dass wir über Nacht wieder forschen. Heizkörpereffizienz, Generatorreichweite. So, jetzt noch mal gucken. Irgendwie nicht so aus, als wenn es irgendwie dolle mehr geworden ist, muss ich sagen. Nee, das geht nicht. Das geht. Müssen wenigstens versuchen, so ein bisschen Energie zu sparen. Ich glaube, ich habe immer noch Overdrive an, oder? Ja. Okay, dann müssen wir mal gucken. Zumindest sparen wir hoffentlich ein bisschen Kohle. Wenn wir jetzt noch die Reichweite erhöhen, dann sollte es doch klappen. Ihr macht zwei 24-Stunden-Schichten, damit wir mit unserer Forschung weiterkommen. Mist, ey, die Baracken sind sehr kalt. Ich glaube leider, ich muss doch noch so ein Dings bauen. Das hier nicht sehr kalt ist. Hier können wir nachher noch so ein Sägewerk bauen. Hier in der Mitte, hier hinten. Aber momentan sieht Holz noch ganz gut aus. Kohle ist auch okay. Die Baracken reichen denn aus? Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der fertig ist. Na, da wird er fertig. Perfekt. Schwing. Ja. Okay. Jetzt natürlich gucken, dass wir trotzdem immer noch Kohle plus machen. Forschung geht weiter. Irgendwas ist fertig geworden. Mal den Overdrive erstmal kurz aus, damit sich das wieder ein bisschen beruhigt.
bringt nicht wirklich so viel. Ist alles sogar kalt. Ja, hier müssen wir erstmal ein bisschen aushalten ohne Overdrive. Und dann ist eigentlich nur noch ein Tag. Also einen Tag müssen wir da überstehen quasi. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut rein. Forschung ist fast fertig. Das heißt, erhöht nochmal, doch nochmal ein bisschen die Reichweite vom großen Generator. Ich müsste dann hier alles schmelzen. Müssen wir mal gleich gucken. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall die Forschung vorantreiben und unsere Scouts, denke ich mal, auch wieder losschicken. So. Ja, gucken wir schon mal, was wir als nächstes forschen. Generatorleistung. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal wirklich die Fabrik machen. Wir kommen nicht drum rum. Ich dachte echt... Ach nee, ist ja die Leistung gewesen, ne? Nee, Reichweite. Ich dachte echt, der guckt jetzt noch ein bisschen bis nach hier hinten raus quasi. Scheinbar nicht. Ja, es fang langsam an, die Kranken zu steigen. Egal, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich will schon wieder weiterspielen hier. Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ist sehr spannend, finde ich. Keine Ahnung, wie lange es noch geht, wie viele Tage wir hier ausharren müssen. Aber allzu viel zum Erkunden haben wir ja eigentlich auch nicht mehr. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen. Frische Quellen. Konnten wir hier nicht irgendwas hinbauen? Ne, das war nur zum Dingsen. Hier kommen wir Bäume und Essen. Ich bin, glaube ich, eher für Essen. Außenposten quasi. Das war wenigstens da noch einen zweiten machen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.